Wir, das sind die zweite Klasse der Mittelschule St. Pankraz, haben uns heuer zum Jahr des Bodens sehr lange und intensiv mit dem Thema Boden auseinandergesetzt. Was wir alles gemacht und gelernt haben, das möchten wir mit dieser Fotodokumentation vorstellen. Da wir einen Schulgarten an unserer Schule haben, konnten wir viele Dinge nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch lernen. Was natürlich viel anschaulicher und interessanter ist. Das ist unser Schulgarten. Hier sehen Sie das Gerätehaus mit dem Insektenhotel. Das ist eine Kräuterspirale mit verschiedenen Kräutern und rechts daneben ein Steingarten. Das ist ein Altholzhaufen, in dem ein Igel wohnt. Und das Foto rechts zeigt einen Steinhaufen für Reptilien. Hier sieht man einen Teil unserer Beete mit dem Johannisbeersträuchern. Bereits letztes Jahr hat unsere Klasse den Schulgarten bewirtschaftet und Kartoffeln, Roggen und Kürbisse angepflanzt. Den Roggen hat unsere Lehrerin bereits im Sommer geerntet. Die Kartoffeln und Kürbisse hat unsere Klasse im Herbst geerntet. Hier sieht man Lauren, Florian und mich bei der Kartoffelernte. Hier sieht man Natascha, Melanie, Katharina und Lauren bei den Aufräumarbeiten. Das ist Florian mit einem Teil der Kartoffelernte. Insgesamt ernteten wir 2,5 Kisten. Mit dem Roggen und den Kürbissen haben einige von uns bei Wahlpflichtfach die Schule herbstlich dekoriert. Annalena und Natascha schneiden den Roggen und binden ihn zu einem Strauß. Die Fenster haben wir mit Girlanden aus Naturmaterial geschmückt und mit den Kürbissen haben wir diese Kürbisbäuerin gebastelt. Mit den Kartoffeln haben wir ein Kartoffelfest veranstaltet. Zum Fest haben wir beide ersten Klassen und den Herrn Direktor eingeladen. Zuerst haben wir einen Vortrag über die Kartoffel gehalten, wobei wir den Schülern der ersten Klasse interessante Dinge über die Kartoffel erzählt haben. Woher sie kommt, wie sie sich in Europa als Grundnahrungsmittel durchgesetzt hat, die Hungersnöte, wie man sie pflanzt, ihre Schädlinge und Krankheiten und was man alles mit ihr machen kann. Danach haben wir alle zusammen in der Mensa unsere Kartoffeln verspeist, mit Kräutersalz und Kräuterquark, die wir selbst gemacht haben. Für den Durst gab es Zitronenmelissensaft, den wir aus den Zitronenmelissen aus unserem Schulgarten gemacht haben. Insgesamt war es ein sehr gelungenes und schönes Fest. Aus den Kräutern haben wir nicht nur Quark und Salz gemacht. Wir haben auch ihre Heilwirkungen kennengelernt. Genauer eingegangen auf das Thema Boden sind wir nach unserem Fest. Wir haben gelernt, wie man die Bodenfruchtbarkeit in einem Garten auf natürliche Art und Weise steigern kann. In der einen Hand hält unsere Lehrerin eine helle, humusarme Erde, in der anderen eine dunkelbraune, humusreichere und deshalb auch fruchtbarere Erde. Ziel eines jeden Gärtners sollte es sein, die Bodenfruchtbarkeit zu steigern. Dazu haben wir mehrere Möglichkeiten kennengelernt. An unserer Schule wird der organische Müll auf dem Schulhof getrennt, gesammelt und im Schulgarten kompostiert. Bereits das letzte Jahr hat unsere Klasse gelernt, wie und was man kompostiert. Die Arbeit selbst hat letztes Jahr dann aber unser Schullehrer verrichtet. Heuer im Rahmen des Projekts Boden schlug unsere Lehrerin vor, dass wir Schüler das wöchentliche Kompostieren übernehmen sollten. Wir stimmten darüber ab und waren einstimmig dafür, es zu übernehmen. Jeder von uns kommt im Laufe des Schuljahres 4-mal dran, während der Pause die organischen Abfälle zu kompostieren. Ich habe zu Hause noch ein kleines Plakat gemacht, um alle daran zu erinnern, den Müll richtig zu trennen.
Hier zeigt uns die Lehrerin die lockere, krümelige Struktur des fertigen Kompostes vom letzten Jahr. Wir haben auch gelernt, wie man ein Hügelbett anlegt. Zuerst haben wir spatentief die Erde ausgehoben. In der Mitte der Grube kam ein Holzkern und darauf alle Gartenabfälle, die im Herbst bei den Aufräumarbeiten angefallen sind. Darauf kam eine dicke Laubschicht mit Grobkompost, mit etwas Urgesteinsmehl und etwas Algenkalk gemischt. Danach schöpften wir die ausgehobene Erde wieder auf den Hügel, gaben noch etwas fertigen Kompost darauf und fertig war das Hügelbett. Zum Schluss deckten wir den Hügel noch mit Laub zu. Im Frühjahr werden wir das Hügelbett in Mischkultur bepflanzen. Kurz erwähnt hat unsere Lehrerin auch das Thema Einsaaten zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit. Hier zeigt sie uns die Knöllchenbakterien von Bohnenpflanzen. Gelernt haben wir auch, wie wichtig die Bodenlebewesen für die Bodenfruchtbarkeit sind und wie man diese fördern kann. Bodenlebewesen haben es nicht gerne, wenn der Boden umgegraben wird, sie mögen es nicht, wenn der Boden austrocknet und sie brauchen immer etwas zu fressen. Deshalb sollte man einen Boden nicht tief umgraben und die Oberfläche sollte immer mit einer Mulchschicht bedeckt sein. Wir haben die Beete für das Frühjahr vorbereitet, indem wir den Boden mit der Grabegabel oder dem Sauzahn aufgelockert haben. Auf der Oberfläche haben wir Kompost verteilt und alles mit einer dicken Laubschicht zugedeckt. Dasselbe haben wir auch bei den Beerensträuchern gemacht. Hier sieht man Lauren beim Auflockern des Bodens. In den Beeten, wo letztes Jahr Kartoffeln wuchsen, haben wir Winterweizen und Winterroggen eingesät. Das ist der Roggen Mitte November. Um die Bodenlebewesen besser kennenzulernen, haben wir eine Exkursion in den Wald gemacht. Dort haben wir nach Bodenlebewesen gesucht und sie bestimmt. Wir haben viele verschiedene Arten gefunden. Hier sieht man eine Spinne und einen Hundertfüßler. Mit den Becherlupen konnten wir die Tierchen vergrößert beobachten. Bei Kunst mussten wir uns nochmal genau mit Bodenlebewesen auseinandersetzen. Jeder von uns hat eines gezeichnet. Hier sieht man eine Assel und einen Regenwurm. Das sind ein Springschwanz und eine Zweiflüglerlarve. Hier sieht man eine Nacktschnecke und eine zweite Art von Springschwanz. Aus allen Zeichnungen zusammen haben wir ein Plakat gemacht. Dieses schöne Bild ist schlussendlich entstanden und hängt jetzt in unserem Schulgang. Die für die Bodenfruchtbarkeit wichtigsten Tiere, die Regenwürmer, wollten wir noch näher beobachten. Manuel und ich haben sich bereit erklärt, ein Regenwurmbeobachtungsgefäß zu bauen. In dieses gaben wir verschiedene Erdschichten, 5 Regenwürmer und Laub als Futter. Dann beobachteten wir jede Woche die Veränderungen der Erdschichten und zeichneten auf einer Folie die Gänge der Regenwürmer ein. So konnten wir beobachten, wie die Regenwürmer durch ihre Gänge den Boden lockerten, die verschiedenen Bodenschichten durchmischten und Laub in fruchtbaren Regenwurmkorn verwandelten. Wir haben auch noch mehrere Experimente zum Thema Boden gemacht. Hier mussten wir versuchen, ein Bodenprofil richtig aufzubauen und kennen jetzt verschiedene Horizonte eines Bodens. Böden werden unterteilt in einen Horizont A, einen Horizont B und dem Horizont C, das Muttergestein. Wir haben einfache Versuche zu den Bodenarten gemacht und wissen jetzt, wie man Sand, Lehm und Tonböden auseinanderkennt.
Hier versucht Aaron, aus einem Sandboden eine Kugel zu machen. Es klappt nicht. Mit dem Lehmboden klappte es, eine Kugel zu formen. Und auch eine dicke Rolle. Eine bleistiftdünne Rolle konnte man mit dem Lehmboden nicht formen. Hier horcht Aaron, ob er ein Knirschen hört. Nur Sand und Lehmboden knirschen. Von unserer Schulgartenerde haben wir außerdem noch den pH-Wert gemessen. Er hat ungefähr einen pH-Wert von 6 bis 7. Er ist also neutral bis leicht sauer. Das passt. Der Kalkgehalt ist eher gering und beim Versuch kam es nur zu einem schwachen Aufbrausen, was bedeutet, dass der Boden nur schwach kalkhaltig ist. Hier tröpfeln wir die Salzsäure auf einen Kalkstein, der natürlich stark aufbrauste. Wir machten noch einen Versuch, der zeigt, dass ein humusreicher, krümeliger, lebendig verbauter Boden weniger erosionsgefährdet ist als einer, der humusarm ist. Der humusarme Boden verschlemmte beim Versuch, wird also leicht weggeschwemmt. Der Kompost verschlemmte überhaupt nicht. Dieser Versuch zeigt, wie wichtig die Humuspflege ist. Wir haben auch noch gelernt, dass der Boden wie ein Filter wirkt und Wasser säubert, dass also ein gesunder Boden wichtig für ein gesundes Trinkwasser ist. Dazu haben wir auch noch ein Experiment gemacht, das leider aber nicht besonders gelungen ist. Erst durch dieses Projekt, durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Boden, ist uns bewusst geworden, wie wichtig und wie wertvoll Boden ist und auch wie gefährdet er ist. Dazu haben wir den Kurzfilm »Der Boden schwindet« geschaut. Um auch unsere Mitschüler auf die Problematik der Ressource Boden aufmerksam zu machen, haben wir noch ein Plakat gemacht, wo wir in kurzen Sätzen auf die Wichtigkeit des Bodens und auf seine Probleme aufmerksam machen. Jeder von uns hat einen wichtigen Satz mit einem schönen Bild gestaltet. Wusstest du, dass Böden sehr viel Wasser speichern und somit Hochwasser und Trockenheit entgegenwirken? Wusstest du, dass es ca. 2000 Jahre braucht, bis 10 cm Boden entstanden sind? Wusstest du, dass allein 2011 24 Milliarden Tonnen Erde durch Erosion und Versiegelung verloren gingen? Das sind 3,4 Tonnen pro Erdbewohner. Wusstest du, dass in einer Handvoll Boden mehr Lebewesen stecken, als es Menschen auf der Erde gibt? Wusstest du, dass Wälder den Boden schützen, dass aber ca. 13 Millionen Hektar Wälder jährlich gerodet werden? Sind einige Beispiele. Das ist das Plakat, das jetzt im Eingangsbereich unserer Schule hängt. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Arbeit und auch die Präsentation darüber gefallen hat. Wir jedenfalls haben viel dazugelernt und uns hat das Projekt sehr gut gefallen. The Earth is our mother. We must take care of her. Unite my people, all are one.